So, da stehen wir vor der Tür hier. Oder ein Portal, soll es ja sein. So. Die Marke kann ich wegradieren. Vor allem, wenn er übers Schwarze ist. So, dann wollen wir mal gucken. Boah, da fehlt ein Stein. Das ist der Hammer. Ah ne, da hinten ist was. An den allmächtigen und erhabenen Fürst Radha al-Sahan. Ich habe dieses... Scheiße. Ich habe dieses Refugium für den Fall erschaffen, dass die Schlacht zu unseren Ungunsten ausgeht. Nun erreicht mich die Kunde, dass die graue Schar besiegt wurde. Ich fürchte das Schlimmste. Verflucht sei der Übermut von Stürriche und sein widerwärtiges Ego. Es ist wahrlich ungerecht, dass der Mann, der den Pakt mit Molag Bal geschlossen hat, nun das Verderben eines großen Ordens einläutet. Wenn ihr diese Zeilen lest, wisset, dass mir klar ist, wie schmerzhaft es sein muss, unermüdlich zu kämpfen. Nur um seine Brüder und Schwestern Fall zu sehen. Aber ihr müsst überleben. Ihr werdet für all jene sprechen, die gefallen sind. Ihr müsst das Vermächtnis fortführen. Ich hoffe, ihr habt diese sichere Zuflucht ohne Schwierigkeiten gefunden. Ich habe den Weg mit magischem Blutsiegel versiegelt, den nur jemand mit eurem Mut und Macht sehen kann. Für den Fall, dass ihr verwundet wurdet, hinterlasst ich heilende Umschläge und Verbandsmaterial. Für den Fall, dass ihr hungrig seid, findet ihr gefesselte Gefangene. Wisset, dass ihr hier sicher seid. Euch wird nichts geschehen. Ich werde das Refugium in einigen Tagen aufsuchen, sobald dies gefahrlos möglich ist. Ich hoffe, euch dann unversehrt vorzufinden und dass mein Akt der Hingabe euch und euren Zielen gegenüber ein gutes Licht auf mich wirft. Ich bin euch stets ergebene Dienerin und solltet ihr euch entscheiden, mir das Geschenk der Unsterblichkeit zu gewährleisten, werde ich die Ewigkeit als Fürstin Dorn verbringen, euch zu Diensten auf das ewig Wiederaufbauende, was verloren ging. Eure treue Dienerin, die ich sprach, als wäre ich ein Mann, Fürstin Ingenerin von Clan Direne. Radha al-Sahran war der Überlebende. Passt ja. Und Fürstin Dorn half ihm. Oder sollte ich sagen, Fürstin Ingerien? Du bist ganz schön klein. Bleib mal stehen. Du bist winzig. Das ist ein wirklich winziger Charakter. Sieht aus, als hätte er sich hier unten ganz hübsch eingerichtet. Ritualkelch. Ich bin überrascht, dass sich das diese ganze Zeit über erhalten hat. Wartet, was ist das? Lasst mich das sehen. Oh ja, immer mit der Ruhe. Ich erkenne dieses Siegel wieder. Doch das ergibt keinen Sinn. Hat es etwas mit der grauen Schar zu tun? Ich weiß nicht. Nein, das kann nicht sein. Aber es ist so, oder? Verdammt, mir gefällt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Das stimmt nicht. Ich habe dieses Siegel schon einmal gesehen. Oder zumindest eines, das genauso aussah. Mein Mentor, Graf Verandis, hatte eines... Aber warum sollte er etwas besitzen, was mit der grauen Schar in Verbindung steht? Das ergibt nicht den geringsten Sinn. Es muss eine Erklärung geben. Ihr habt natürlich recht. Es muss etwas geben, was wir übersehen. Wir brauchen Antworten. Und es gibt nur einen Ort, an dem man sie findet. Kastell Rabenwacht in Kluftspitze. Gehen wir. Ich erkläre euch mehr, sobald wir dort ankommen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ja klar, schnell. Schnellreiseoption, das ist aber mal... Dann immerhin gut. Jetzt muss ich nicht selbst per Hand irgendwie noch zurückrennen oder Geld ausgeben. Was ich dann hätte jetzt machen müssen. Das Kastell Rabenwacht entdeckt. Ja, das ist das Kastell Rabenwacht.
Hierher. Naja, danke. Gut, ihr habt es geschafft. So, ich hatte etwas Zeit zum Nachdenken. Ich weiß, das mag ein wenig ungewöhnlich wirken, aber ich will durch den Geheimgang in das Kastell. Oh, Geheimgang? Aber ist das nicht euer Kastell? Ja, aber wir haben gerade erfahren, dass Graf Verandis, mein Freund und Mentor und das Oberhaupt des Hauses Rabenwacht, ein Siegel der Grauen Schar besitzt. Das verstört mich. Und ich bin nicht leicht zu verstören. Ich möchte diese Sache in aller Stille untersuchen, ohne Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Könnt ihr Graf Verandis nicht einfach fragen, wo er das Siegel hat? Das will ich nicht tun, bevor ich nicht mehr weiß. Verandis und ich, wir sind... Passt auf. Ich werde nicht einfach da reinlaufen und ihm Anschuldigungen entgegenschleudern. Besonders nicht über etwas dermaßen Ernstes. Ich will das alles erst verstanden haben, ehe ich ihn zur Rede stelle. Also, was wollt ihr tun? Verandis lagert die Relikte, die er im Lauf der Jahrhunderte gesammelt hat, im Keller des Kastells ein. Er hält die Tür immer gut verschlossen. Ich vertraue Verandis, aber ich muss sehen, was er da versteckt. Ich hoffe, das ist alles nur ein Missverständnis. Dass ich mich mit all dem täusche. Wir werden sehen. Untersuchen wir den Keller des Kastells. Hier lang. Die Tür ist hier drüben. Boah. Jesus Christ. Neon-Tätowierungen. Also, wir gehen runter. Achtet auf Ungeziefer. Wir räuchern hier unten nicht so oft alles aus, wie wir das sollten. Okay. Und weiter. Ah, oh, Ungeziefer. In Klammern Spinnen. Du warst gerade eben noch nicht da. Soll ich den Spinnen nicht noch einen Heiltrank geben, damit die sich noch fetter halten? Ist ja extrem, was sie sich da an Leben reinziehen. Allein schon in der ersten Sekunde. Ja, das sieht aus wie... Okay. Das ist exakt der gleiche Ort, nur mit anderen Deko... Deko. Es ist exakt der gleiche Ort wie... Ich zeige euch das. Wenn ich mich nicht irre, wie hier. Wie der Hauptthronsaal von Wegesruh, wo König Emmerich und so. Das schnell in den Keller. Genau das gleiche. Ich bin mir recht sicher, dass ich ihn aufgeschlossen kriege. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Gebt mir einen Augenblick. 5 Jahre später. Ja, ist gut. Mach doch. Schnell jetzt. Rein. Ja, ich bin noch am was erklären. 5 Jahre später, ey. Seht nach, ob ihr das Siegel finden könnt. Ah. Es muss in einer dieser Kisten oder Kästen sein. Ja, Madame. Gut, guck's doch selbst nach. Du blockierst mich. Mensch. Nur eine Kiste mit Schnickschnack. Nichts Wichtiges. Sucht weiter. Habe ich auch eine Kiste mit Schnuck gefunden. Das wäre auch cool. Noch eine Geheimtür? Ich wusste nicht, dass es die gibt. Sie trägt das gleiche Zeichen wie das Siegel. Vielleicht? Sie lässt sich öffnen. Sehen wir nach, wo sie hinführt. War das das Siegel von XCOM oder was? Das sah für mich aus wie so ein Alien-Symbol. Die Sektoiden werden gerufen. Was ist das für ein Ort? Hat Verandis ihn als geheimes Studierzimmer genutzt? Seht euch bitte mal den Schreibtisch an, ja? Ja, da leuchtet's schon. Oh.
Verandis. Wer sagt das? Okay. Ich weiß, dass euer unermüdliches Streben, die Sterblichen zu beschwichtigen und zu verhätscheln, den Großteil eurer Zeit in Anspruch nimmt, aber ich muss darauf bestehen, dass ihr eure Arbeit kurz unterbrecht und die mächtige Burg besucht, die wir während eurer Abwesenheit errichtet haben. Sie ist wahrlich prächtig, glaubt mir. Wenn erst der Friede herrscht, für den wir beide kämpfen, wird Grauheim eines der Wunder der Welt sein. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung, die unsere Brüder und Schwestern und die Sterblichen, die uns dienen. Eine majestätische Erinnerung daran, dass mit harter Arbeit und etwas und einer Vision alles möglich ist. Eure Abwesenheit ist deutlich spürbar. Der Graue Rat herrscht über die Graue Schar, aber euer Platz am Tisch bleibt leer. Sogar Exarch Ulfa vermisst euch, obgleich sie dies niemals zugeben würde. Kommt, mein Freund, besucht uns in Grauheim. Wir haben ein Laboratorium erschaffen, das es mit jedem der Magiergilde aufnehmen kann. Ich bin mir sicher, dass ihr und Exarch Zingalis hier eure Forschungsarbeiten abschließen könnt. Ah, den Namen kennen wir auch schon. Auf der Rückseite dieses Briefs, gelogen, es gibt keine Rückseite, findet ihr eine Karte, die euch zur Insel führt. Kehrt zu uns zurück, Ferandis. Kehrt zum Grauen Rat zurück. Zu eurer Familie und... Igitt, ich hab rausgespuckt. So war ich. Und euer Zuhause. Radha al-Saran ist der Bruder von Ferandis. Was steht da drin? Lies selbst. Zu lang zum Vorlesen. Dieser Brief. Bitte sagt mir, dass das nur eine alte Liste mit dringenden Vorhaben oder so etwas ist und nicht etwa tatsächlich der Beweis, dass der Mann, dem ich mein Leben anvertraut habe, etwas mit der Grauen Schar zu schaffen hatte. Dieses Brief? Dieser Brief liegt nahe, dass Graf Verandis ein Mitglied der Grauen Schar war. Was? Verandis, wie konntet ihr nur? Ich will das nicht glauben. Und doch sehe ich es da mit eigenen Augen vor mir. Warum hat er mir das nie erzählt? Ich dachte, ich wüsste alles, was es über ihn zu wissen gibt. Nein, da muss noch mehr sein. Was steht sonst noch in dem Brief? Er erwähnt eine Insel und einen Kastell der Grauen Schar. Es gibt auch eine Karte. Es ist möglich, dass dieses Kastell gar nicht mehr existiert, aber ich will dorthin. Ich weigere mich daran zu glauben, dass Verandis zur Grauen Schar gehörte. An dieser Sache muss noch mehr dran sein. Es muss irgendein Steinchen dieses Mosaiks geben, das den ganzen Rest Sinn ergeben lässt. Seid ihr auch weiterhin an meiner Seite? Ja, klar, auf jeden Fall. Hab Dank. Der Wagen wartet noch immer draußen. Wir fahren mit ihm zur Anlegestelle und reisen von dort aus mit dem Boot weiter. Wir halten uns an diese Karte. Geht ruhig vor. Ich möchte mich noch einmal umsehen, um mich zu vergewissern, dass uns nichts entgangen ist. Der Wagen steht vor der Tür. Als Wagen habe ich gerade so ein ganz normales Auto gerade vorgestellt. Und wir fahren mit einem ganz normalen Auto zur Anlegestelle und fahren dann mit einem Kreuzfahrtschiff. Das habe ich gerade gedacht. Ich treffe euch am Wagen. Mit Gewändnis am eine Kreuzfahrt machen. Das wäre auch cool. Harry, fahr den Wagen vor. Seine langen Pasteten sind auch da. Und seine Edelsteine. Cool. Oh, meine Fresse. Ja, das ist cool, aber Gwendis finde ich jetzt übrigens richtig cool als Charakter. Also die ist wirklich gut dargestellt. Ist das jetzt stehlen hier oder kann ich hier looten? Unbekannt. Graf Ferandis, wir wissen, dass ihr da drin seid. Öffnet bitte die Tür. Ja, ich bin gerade rausgekommen. Na, jetzt ruhig auf. Tür ist auf. Kannst ruhig aufmachen. Depp. Wo soll ich Gwendis überhaupt treffen? Links, ne? Ah, da. Okay. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Ja, es macht Sinn. Wir fahren in der nächsten Folge mit dem Auto, aber es macht Sinn, da unten den Weg schon einmal anzu.
anzustupsen. Damit ich den in der Tasche hab. Den Wegschrein von Schattenkamm entdeckt. Das ist auch irgendwie geil. Den Effekt da oben, den haben die erneuert. Das sah vorher irgendwie anders aus, meine ich. Kluftspitze. Ne, werdet ihr nicht mehr sehen können. Ich habe überlegt, ob ich das Let's Play habe, aber nö. Ich glaube, ich habe das noch nicht. Ich war noch nie in Kluftspitze hier. Gwendis, wo bist du? Ach, da. Ich glaube, ich bin so bereit, wie ich es eben sein kann. Genau. Aber nicht jetzt.